wir machen heute eine kleine Challenge. Und zwar ist unser Kameramann losgezogen und hat uns einige Getränke gekauft. Ich weiß nicht, was es ist. Tom weiß nicht, was es ist. Übrigens, Tom ist mit dabei. Yay! Hi. Wir sehen die Getränke nicht. Sie sind hier in dieser wunderbaren Box, die wir vorhin noch zusammen ausgeschnitten haben. Ein painfules Projekt. Es sind nicht immer gute Sachen, ja? Also aus meiner Erfahrung sind es wohl teilweise gute Sachen, sowas wie vielleicht ein Saft, aber auch teilweise schlechte Sachen. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns überlegt, wer in den Runden mehr eklige Getränke erwischt, ja? Quasi, wir spielen fünf Runden durch. Wir spielen sieben Runden. Alter, wie viel hat der denn gekauft? Der Kameramann hat genug besorgt, das habe ich gesehen. Jedenfalls, wir spielen sieben Runden. Wer am Ende mehr Punkte gesammelt hat an Ekligkeitsgetränkspunkten, der kriegt von dem anderen keinen Smoothie gemixt. Smoothie? Kein Smoothie. Smoothie. Kein Smoothie. Was ist da drin im Smoothie? Was ist da nicht drin im Smoothie? Meine Gewürzgurke. Bisschen Sojasauce. Bisschen Essig. Gut, wir kriegen die erste Runde hingestellt und ich glaube den Screen um. Wir schummeln ehrlich nicht, ja? Wir wollen hier ehrlich einfach nur... Wir wollen hier nichts wirklich Ekliges einen fairen Wettkampf. Fairer Wettkampf. Mit einem fairen Gewinner. Und einem fairen Verlierer, der den Smoothie... Ich verliere nicht gern. Ich auch nicht. Gut, dann los geht's! Möchtest du jetzt erstmal auswählen? Bist du bereit? Welchen Heim nimmst du? Pink, grün, blau. Wo hast du das Gefühl? Ich glaube, ich nehme blau. Du nimmst blau? Blau, ja. Also meine Hose ist blau, deswegen nehme ich blau. Ich möchte nicht blau haben, ich möchte pink haben. Du willst pink haben? Ich pink haben. Wir tauschen Plätze. Okay. Ja, okay. Okay. Du fängst an, ich fange an. Ladies first. Ich fange an. Das ist Gutes. Das ist Gutes? Ich habe Cola. Oh Mann, ey. Was ist blau? Ich weiß nicht, was blau ist. Ich habe Angst. Was ist das? Was ist das? Schmeckt nach Spinat. Spinat. Was ist das? Es schmeckt nicht mega. Aber es ist nicht. Es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nicht wirklich. Ja, schmeckt nicht wirklich lecker. Ich würde nicht noch einen Schluck nehmen wollen. Es schmeckt nur schon nach Spinatsaft. Was ist das? Spinatsaft? Ist das rote? Nee, rote Beete. Rote Beete. Boah, ich hasse rote Beete. Dein Zähne ist wirklich rot. Haben wir hier schon den ersten Punkt verdient? Ja, du hast, bitteschön, gönne ich dir. Zweite Runde, ja? Bist du bereit, deinen nächsten Punkt einzukassieren? Ich hoffe, diesmal gewinne ich. Bin selbstbewusst. Ich nehme grün. Du nimmst grün? Ich nehme grün. Ich sag, grün ist was Gutes. Grün ist was Gutes? Ja. Du hoffst, dass grün was Gutes ist. Guck mal, grün guckt mich freundlich an. Grün möchte von mir getrunken werden. Okay. Was sagst du? Ich glaube, ich nehme diesmal pink. Pink war letztes Mal gut. Ich hoffe, diesmal ist wieder pink gut. Meinst du? Pink ist... Ich habe Hoffnung. Dann... Also ich gehe zuerst. Bist du wieder okay? Mir ist es dickflüssig. Warum ist es dickflüssig? Was hast du gekauft? Komm. Augen zu und durch. Okay, Augen zu. Das ist nicht dickflüssig. Was ist das? Schmeckt das gut, oder, gut oder schlecht? Komisch. Was ist das? Gut oder schlecht? Es schmeckt nicht schlecht per se. Also ich fange mal meins an. Es ist sprudelig. Ich will das aber auch nochmal probieren gleich. Oh nee, das ist ekelhaft. Was ist das? Das ist im Nachgang. Erst spürst du nur, dass es sprudelig ist. Aber... Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie getrunken. Was ist das? Undefinierbar. Undefinierbar. Ist das irgendwie eine komische Mischung oder... Ist es nicht. Mischen wir? Ne, wir mischen nicht. Nee, oder? Ja, mein. Okay. In den Kopf. Ich mach jetzt mal. Mach deins, mach eins. Es können halt auch zwei schlechte sein. Wir können beide. Was hast du? Was ist das? Es ist eklig. Was ist das? Es ist Sauerkrautsaft. Was hab ich denn? Oh, was ist das? Oh, lass mich. Oder. Das ist auch eklig, das bringt ja. Es ist nicht per se. Oh, das ist eklig. Ich will nachspielen. Mit dem? Vielleicht ist das ja was Besseres. Das schmeckt nach Ingwer. Ingwer? Wie schmeckt denn Ingwer? Das schmeckt nicht gut. Ich find's lecker. Willst du mich veralbern? Das schmeckt nicht gut. Ich mag das. Wieso? Ja, das hab ich. Guck. Das ist dieses, der Zyklus, den du durchläufst. Der erste Schluck denkst du dir, oh, das spritzt dich. Eigentlich ist das nicht schlecht. Ach, ja, jetzt kommt's, ne? Ja, das brennt so ein bisschen im Hals. Das brennt nicht. Das ist einfach, du kriegst so einen Wirkreiz. Okay, hier, zweiter Punkt. Du hast aber auch einen Punkt bekommen. Nein, aber du hast gesagt, dass es nichts Schlechtes ist. Das ist was Gutes. Ja, für dich war es aber schlecht. Ja, aber das ist egal. Es zählt immer das Schlechteste. Objektiv gesehen ist Sauerkrautsaft das Schlechteste. Also liege ich jetzt 2-0 hinten. Ja.
Alter, Vanillesoße. Ja, ich nehm gleich wieder blau. Das wäre so easy gewesen. Das wäre toll gewesen. Ich hätte mich gefreut. Ich hätte Vanillesoße genommen. Ich ärgere mich gerade auch ein bisschen. Egal, ja. Okay, komm, nächste Runde. Nächste Runde, ja. In die dritte Runde. In die dritte Runde, was nimmst du? Du darfst auswählen. Ich darf jetzt auswählen. Wir machen abwechseln, ja? Bevor du dich aussuchen, jetzt darfst du aussuchen. Ich darf aussuchen. Ja, was hättest du? Was spricht dich an? Und ich habe ja angekündigt, dass ich blau nehmen will. Und ich nehme jetzt auch blau. Du nimmst blau? Ich nehme blau. Ich hoffe einfach, ich bete jetzt, dass es 3-0 wird. Ich nehme nochmal grün. Ich bin gut gefahren mit grün. Ja? Willst du anfangen? Soll ich nachher? Nee, ich nehme pink. Ich spüre pink. Du spürst pink? Okay. Ich spüre pink. Willst du anfangen? Ja, ich fange jetzt an. Du hast ja jetzt mal. Warte, dann müssen wir. Genau. Nee, ich kann nicht kriegen. Ja, ja. Schmeckt trotzdem nicht gut, aber... Hä? Buttermilch schmeckt gut. Ja, aber in Kombination schmeckt das grässlich. Kein Fan? Dritter Punkt an dich. Meine Katze. Oh! 3-0! Pink hat mir letzte Runde gut getan, ja? Ich glaube, Pink hat mir gut mitgespielt. Ich nehme nochmal Pink. Du nimmst Pink? Ja, ich habe jetzt 3-mal Erfolg gehabt mit Pink. Also Blau nehme ich nie wieder. Blau ist für mich gestorben, dann muss ich Grün nehmen. Sicher? Ja. Blau. Guck mal, wie er dich anguckt. Blau. Ich habe schlechte Erinnerungen an Blau. Blau nehme ich nicht in Grün. Du nimmst Grün. Ich nehme Grün. Okay, ich mach als erstes, ja? Dann okay. Weißt du, ob es ein gutes ist. Versuch's einfach. Oh, das ist Essig. Das ist so, warte. Nur, okay, das ist nett von dir, das. Sagen, was grün ist? Oh, alles gut, ja? Das ist so widerlich. Hast du mal Essig getrunken? Was hast du? Das ist lecker. Was ist das? Schmeckt nach Kaugummi. Was? Schmeckt nach Kaugummi. Was ohne Scheiß. Was ist das? Es ist Sprudel irgendwie. Es sprudelt aber Kaugummi. Also streit nur, schmeckt nach Kaugummi. Ja, ich will gucken, was es ist. Dann probier mal hier. Was? Dak Gatsos. Original türkisches Erfrischungsgetränk. Türkisches Erfrischungsgetränk? Wir haben so, ja. Ja, probier mal. Willst du das? Ich will nicht, danke. Ich mag es so. Oh, das wäre Kakao gewesen. Oh, ja gut, dann... Ja, okay. Alter, ich hätte blau nehmen sollen. Da ist sehr mitgenommen. Läuft nicht gut. Du, deine letzte Runde war schlecht, meine Runde davor war schlecht. Wir haben jetzt beide wirklich... Beide schlecht. Ich nehme blau. Reingehauen. Du nimmst blau? Ich nehme blau. Pink war eben... Schlecht. Schlecht war eklig. Ja, war nicht... Oder würdest du sagen, war eklig, ne? War schon nicht so lecker. Ja, okay. Es steht jetzt übrigens 3-1, ne? Also, ja, also ich muss ja jetzt noch ein bisschen ranklotzen. Ich muss ja aufholen. Deswegen ist eine wichtige Entscheidung gerade. Also ich bin eben... Weil wenn du jetzt nochmal falsch wählst... Hast du eigentlich schon gewonnen, ne? Dann habe ich quasi... Ja, außer wir kriegen beide einen Punkt. Aber trotzdem, du solltest jetzt eine gute Entscheidung treffen. Was fühlst du mehr? Pink war eben nicht gut und ich bin gut mit Grün gefahren. Du bist gut mit Grün deswegen gefahren. Deswegen nehme ich Pink. Du denkst, es ist nie das Gleiche. Ja, genau. Also, es war bei Blau schon so. Blau war gut, aber... Ja, ich schon Blau so abwechselnd gut. Das war, ja, dann ist eigentlich jetzt nicht gut, dass ich Blau nehme. Kannst du mir wechseln. Ich nehme jetzt Blau. Okay. Du willst anfangen? Okay. Ich fange an. Ich nehme Pink. Okay. Okay, ich würde sagen, das ist schon gut für mich auf jeden Fall. Was war das denn jetzt? Das Alkohol! Oh. Aber pur! Pur! Oh, habt ihr nicht gemischt? Oh Mann. Mm. Das schmeckt wie Reinigungsmittel. Reinigungsmittel? Oh. Das ist so ekelhaft. Also pur, pur. Pur, pur. Halt einfach nur. Nur Alkohol. Also, ja. Ohne. Halt nicht mal ohne nicht Geschmack Bier oder Wein oder irgendwas. Oh. Das ist einfach nur. Ja, gut. Gut, dass ich nicht grün genommen habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, gut, dass du nicht blau genommen hast. Ich hoffe aber, Pink ist jetzt nicht so schrecklich. Was hast du? Das ist Apfelmus! Apfelmus? Apfelmus! Was willst du denn? Echt, da kam ja überhaupt nichts rein. Das ist ja. Das ist so dickflüssig, oder? Das ist Apfelmus. Das ist lecker. Apfelmus. Warte, jetzt steht es 3-2. 3-2 für mich. Nee, für dich. Nee, ja, stimmt. Also, 3-2 für wir beide wissen, er hat 3, ich habe 2. Noch führig. Okay. Nächste Runde, ja, da entscheidet sich. Obwohl, da entscheidet sich noch nicht.
aber... Ich kann aufholen, ich kann... Du nimmst auf, nächste Rolle! Okay, ich nehme nochmal blau. Du nimmst nochmal blau? Weil, erzähl. Davor, ja, blau, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut. Yeah. Okay, du nimmst blau. Was nimmst du? Ich nehme pink. Nimmst pink? Ja, ich hatte eben grün, das war gut, und jetzt denke ich wieder pink, weil das wechselt immer so hin und her. Ich springe auch immer und ich kriege jetzt immer das Gute. Das ist ja schön. Ja, ne? Okay, dann trink du zuerst. Ich trink zuerst. Trink zuerst. Weil du hoffst, dass es schlecht ist. Ja. Ich will nicht. Das ist doch Milch. Hafermilch oder irgendwie sowas. Das ist nicht, also ich hatte ja eben die Milch hier, aber das ist nicht die gleiche Milch. Das ist eine andere Milch, aber es ist lecker, ist okay. Okay. Ist okay. Ist nicht schlecht? Ist nicht schlecht, nee. Daumen ist was Gutes, ja? Ich drück dir nicht die Daumen, weil ich will ausgleichen. Das ist so salzig. Das ist Sojasauce. Also pure Sojasauce. Oh. Das ist so salzig. Willst du probieren? Nee, danke, brauch ich nicht. Sagen, das war ein Punkt für mich jetzt, ne? Sind die wieder blau? Du bist nie wieder blau? Ich sag, blau war der Untergang. Die nächste Runde ist blau wieder gut. Lass mal. Wir werden sehen, ja? Nächste Runde! Nächste Runde, finale Runde jetzt. Also ich nehme nicht nochmal blau. Du nimmst nicht nochmal blau. Ich denke, blau ist mein Ruin. Blau wird dein Untergang sein, meinst du? Ja. Okay. Ich nehme, aber was willst du? Ich nehme dann blau, habe ich gedacht. Du bist blau? Ja. Ich nehme grün. Du nimmst grün? Ich nehme grün, weil grün ist die Farbe der Hoffnung. Ja. Ich fang. Oh, bitte. Was ist das? Irgendein Sprudel. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt nicht schlecht? Schmeckt nicht schlecht, nein. Probier doch mal, ob du es raten kannst. Was das ist? Ja. Wonach schmeckt es denn? Welche Nuance schmeckst du raus? Irgendwas Pflanzliches, also irgendwie... Was Pflanzliches? Ja, es hat so einen holzigen Geschmack, oder? Ich kann es nicht beschreiben. Okay, dann trinke ich ja danach, wenn wir gucken, ja? Ich kann es nicht beschreiben. Ich nehme jetzt grün, ja? Grün. Farbe der Hoffnung. Also ich habe ja schon mal keinen Negativpunkt. Ich habe keinen Punkt bekommen. Du hast keinen Punkt bekommen. Aber, ja genau, okay. Wenn du jetzt einen Ich kriege jetzt keinen Punkt. Bitte. So, okay. Warte. Gurkenwasser! Also denk mal, wie ich mich jetzt fühle, ja? Ja, 3-0 für sicherer Sieg. Nur noch verloren! Der blaue Strohhalm. Hättest du ihn nochmal wieder genommen? Der drecksblaue Strohhalm. Hättest du ihn immer wieder genommen? Was war deins? Was war das denn hier? Birkensaft. Birkensaft? Naja, ich will mal probieren, wie das schmeckt. Mit Minze? Das schmeckt nicht schlecht. Schmeckt aus dem Birkenstamm gezapft. Oh, das schmeckt echt gut. Ja, hab ich wohl gewonnen, ne? Ja. Moment, kann ich jetzt einen Smoothie mitziehen? Ja, aber ich hatte ja mehr schlechte Sachen getrunken als du. Mhm. Ja? Ja. Von daher, du darfst ja aus den ganzen Sachen, die da stehen, darfst du ja was mixen. Aber da stehen ja auch gute. Ja, natürlich. Also das heißt, ich mache dir so einen bunten Mix. Ich mache dir was Gutes und auch ein bisschen was Schlechtes rein. Lass mal ganz Piano mit dem Schlechten. Lass uns mal eher sowas machen wie Kakao sehe ich da, Vanillesoße. Ja, das hättest du gemacht. Kaffee, bisschen rein. Sojasauce. Nee, die versaut ja alles. So, jetzt sind wir hier, haben alle Getränke, die wir benutzt haben, hier aufgereiht und jetzt darf ich mir irgendwelche aussuchen. Ja, aber wir machen nicht so viel Ekliges, ja? Okay. Also ich fange mal mit Pepsi. Mach Pepsi rein. Mach gerne Pepsi rein. Also so als Grundmittel. Gute Basis, ja? Mach irgendwas, was dazu passt. Nee, Sauerkrautsaft. Sauerkrautsaft. Beste Gurkenlimette. Die habe ich probiert, die ist eklig. Die ist nicht eklig. Doch, ich hab die probiert. Das schmeckt da drin gut. Die schmeckt wie Gurkenwasser. Ich habe das Gurkenwasser getrunken, ich kann es beurteilen. Willst du Gurkenwasser trinken? Nein! Dann beschwer dich nicht. Auch ein bisschen. Wie gesagt, wenig ist schon zu viel. Ich finde Buttermilch passt da gut zu. Buttermilch zu. Das sieht richtig eklig aus, das flockt doch so aus, oder? Mach ruhig noch ein bisschen mehr Buttermilch rein. Ich denke, die Buttermilch hier wird retten. Die Buttermilch rettet das? Die Buttermilch wird retten. Wenn du wüsstest. Mach Sojamilch rein. Sojamilch? Ja, wir haben schon Buttermilch. Ich weiß, es ist neutralisiert. Nee, das so nicht. Dann mache ich Birkensaft. Den wolltest du haben. Dann mach Birkensaft. Der schmeckt ja so ein bisschen minzig. Der schmeckt, ja, minzig frisch. So. Das sieht noch nicht so eklig aus. Noch nicht. Das sieht ein bisschen aus. Also du willst ja auch nicht so viel davon trinken, aber jetzt kommt ja auch die schöne...
Mach nicht so viel davon rein, das ist scharf. Das soll ja auch scharf sein. Ja, aber jetzt musst du, weil das ist halt scharf, da sind 8 von 10 Chilis drauf gemalt auf die Bühne. Hallo, da kommt ja, hallo. Da kommt ja gar nichts raus. Warum machst du das? So, das muss reichen jetzt. Das muss reichen. Das muss reichen. Ja, dann mix. Jetzt das Ding hier mixen. Mix. Also wir haben jetzt Pepsi, Sauerkrautsaft, Gurke, Limette, Minze, Buttermilch, Gurkensaft und Chilisauce. Pass auf. Das sieht nicht so schlimm aus, ja? Es riecht absolut wie ein totes Tier. Katastrophal. es riecht wie ein totes Tier. Es riecht so ein bisschen vergoren durch den Sauerkrautsaft. Der Sauerkrautsaft riecht da sehr durch, ja? Ja. Der ist durchaus. Ja, das dominiert. Aber halt auch noch andere Sachen. Komm, trau dich. Augen zu, nicht Nase zu halten. Das ist das Wichtigste, das ich Aroma. Ich weiß, es stinkt so. Komm, Augen zu und durch. Will ich. Schütz runter. Ex. Säure, ein bisschen salzig. Nein! Es ist alles zu viel. Es ist einfach ekelhaft. Nichts. Das ist nichts daran macht es besser. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr solche tollen Videos nicht mehr. Und ich meine, wer will die schon verpassen? Quality Content ist es. Quality Content. Wie gesagt, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss.